Ja, herzlich willkommen zurück hier im Kellerstudio vom Erlacher Hof live am Berner Digitaltag. Gestärkt aus der Krise, junge Berufseinsteigerinnen und Einsteiger natürlich berichten über ihren Arbeitsalltag. Die Pandemie hat uns geprägt. Seit 2 Jahren ist das Leben nicht mehr gleich und es sind junge Leute, die genau dann ihren Berufseinstieg oder ihre Lehre in Angriff genommen, ihre Ausbildung in Angriff genommen. Und mit ihnen möchte ich ein bisschen darüber reden, wie sie die Zeit jetzt erlebt haben und was sie da ein bisschen als besonders herausfordernd anschauen. Das mache ich mit der Adiam, Lernende von Stadt Bern, am Jaru, Lernende beim Kanton Bern, dann der Alicia, Lernende beim BAKOM und Sandro, ebenfalls Lernende von Stadt Bern. Herzlich willkommen in dieser Runde. Hallo zusammen. Hallo. Ja, 3 von 4 machen das KV. Das bist du, Sandro, der Jaru und Adiam. Entschuldigung. Und du bist Mediamatikerin beim BAKOM. Wunderbar. Die hat alle zwischen 19 und 20 quasi angefangen mit der Ausbildung. Genau. Ja, du erzähl doch mal, 2019 hast du angefangen, dann war es halt noch anders. Und ein paar Monate später oder ein halbes Jahr später hat Corona angefangen. Wie hast du die Zeit erlebt? Ja, es war neu gewesen. Also plötzlich hat es geheißen, man muss daheim bleiben, Homeschooling, Homeoffice. Und ja, zuerst hat man mal klarkommen, weil man ist halt wirklich so ins kalte Wasser reingeschossen worden. Und vor allem im Homeschooling und Homeoffice braucht man auch viel Disziplin. Und ja, es hat halt ein bisschen gedauert. Und dann ist es dann irgendwie gegangen. Ja. Und jetzt habe ich immer noch zum Teil Homeoffice. Und im 2. Lehrjahr zum Beispiel bin ich komplett im Homeoffice gewesen. Und ja. Alisa, wie ist es bei dir, wenn du die Zeit anschaust? Ist es für dich eine schwierige Zeit, eine nervige Zeit gewesen oder immer noch? Ja, also bei mir hat es etwas ähnlich ausgesehen. Ich bin halt auch, weil am Anfang habe ich die Lehre angefangen, sage jetzt mal noch unter normalen Umständen. Und dann plötzlich hat es so geheißen, so ja, jetzt alle hey und dann halt auch im privaten Leben so Kollegen nicht mehr so oft treffen können. Und ja, es war halt schon ein bisschen nervig, würde ich sagen. Also cool habe ich sicher nicht gefunden. Nee. So, es hat aber auch Vorteile gehabt, zum Beispiel Homeschooling. Dünkt mich, es war eigentlich noch cool, würde ich sagen, weil man sich halt zu Wegen können sparen hin und zurück. Aber wenn ich es jetzt so zusammenfassen müsste, würde ich schon erst sagen, eher nervig. Und ich bin froh, wenn es da vorbei ist. Sandra, du bist erst seit kurzem in Stadt Bern als Lernende, hast aber trotzdem Ausbildung schon 2019 angefangen. Also du hast den Übergang in die Pandemie auch mitgemacht. Wie ist es für dich? Ich habe gerade auf den Wechsel 2019 auf 2020 habe ich meine Lehre verloren, weil sie gekündigt. Und dann ist es halt so, dass ich mich während der Pandemie musste bewerben. Und es ist so lang gegangen, bis vom Januar bis in November. Also in dieser Zeit 221 Bewerbungen verschickt und nichts gefunden hatte. Und ich habe nicht so eine Einschränkung gemerkt. Ich bin nicht so der, der rausgegangen ist oder irgendwie oft etwas unternommen hat. Aber es hat mir halt eher so geschadet in dem, dass ich keine Lehre gefunden habe. So. 221 ja. Bewerbungen. Das war mein ordentlicher Erfolg mit Bewerbungen. Das kann das jemand toppen? Ich gehe jetzt mal davon aus. Ich war etwa gleich. Etwa gleich? Ja. Und das waren alles Absagen aus Gründen von, weil die Stelle schon besetzt ist, weil es zu viel hat im Bereich KV? Es hat mehrere gegeben. Also, am meisten hat mir der Bund gar keine Antwort gegeben. Also der Bund hat mir eine seltene Antwort gegeben auf meine Bewerbungen. Dann hat entweder die Zeit gefehlt oder das Kapital, das habe ich oft gehört. Und die meisten sind entweder einfach wegen, weil ich zu schlecht bin oder sie andere gesucht haben. Also, kommen wir auf das noch zurück. Zuerst wollte ich schnell Adiam abholen, wo 2020 ins Lernendenleben ist eingestiegen, also ähnlicher Zeitpunkt, wo wir schon in der Pandemie waren. Wie hast du das erlebt? Du hast dich doch ein bisschen arrangieren können, dass es vielleicht nicht so ist als Vorlehrer. Trotzdem hast du ja den Wechsel mitgemacht, einfach noch nicht als Auszubildende. Ja, ich hatte einfach den Vorteil, dass ich vorher schon im Homeoffice gearbeitet habe und das mit der Disziplin vorher durchgemacht, von zu Hause aus zu arbeiten. Von dem her war es für mich weniger stressig gewesen, ja. Ich werde noch kurz schnell auf die Bewerbungen zurückkommen. Jetzt haben wir die Pandemie, die ja an unseren allen Nerven zerrt. Und wir dürfen nicht mehr, oder haben nicht mehr alles, was wir machen dürfen, können machen. Und dann kommen natürlich noch Erlebnisse dazu, die jetzt nicht zu einem positiven Gefühl dazu beitragen, wenn man lauter Absagen bekommt. Mhm. Das besonders gewichtet auch noch in dieser Zeit. Also bei mir war es ja nicht wegen Corona, es war eher
Bist du gewesen? Also bei mir war es ja so. Ja. Hey, aber auch wegen der vielen Absagen. Du hast gesagt, du bist da etwa gleich drin wie... Genau, also dann war eben kein Corona. Ja. Aber trotzdem, wenn man die ganze Zeit so Absagen bekommt, demotiviert es einem so ein bisschen. Und ja, es war wirklich auch schwer gewesen. Also bei mir ist es auch schon eine Ausbildung abgebrochen. Und wenn man das so im Lebenslauf sieht, dann ist klar, dass dann Betriebe denken, ja, was ist die Garantie, dass er bei uns auch bleibt, auch abbrechen, also ob er abbrechen oder so. Und ja, es hat einem schon demotiviert. Ist... Alisa, wenn wir richtig Back schauen, der Berufseinstieg, dann, wie hast du da in Erinnerung, wie ist der gelaufen mit den Leuten um dich herum, die dich betreuen und so weiter? Ist das gut über die Bühne gegangen, trotzdem, dass man wahrscheinlich ein bisschen Angst hat, umgehen miteinander, als wir das vorher können? Ja, bei mir ist es eigentlich recht gut, würde ich sagen, über die Bühne gegangen. Also ich kann mich nicht toppen mit Bewerbungen, ich habe nicht so viel gemacht. aber bei mir war es einfach so, dass ich einfach mega danach begangen, ob ich mich im Team halt wohlfühle und so. Und nachher habe ich eben auch die Bewerbung an das Backcom verschickt. Und bin dort nachher eingeladen worden, sozusagen zu einem zweitägigen Schnuppern-Bewerbungsgespräch. Und dort hat es einfach mega gepasst und darum ja, habe ich dort eben auch die Lehrstelle sehr gerne angenommen. Etwas, was die Pandemie hat vorgebracht hat, ist nicht nur, dass wir zeitweise eingeschränkt unterwegs sind und lange nicht alles machen konnten. Wir haben auch gelernt, was du vorhin schon angetönt hast. Und du auch daheim zu arbeiten. Das Homeoffice hat sich etabliert. Jetzt habe ich vorhin im Vorgespräch herausgehört, du bist nicht Freund vom Homeoffice. Gar nicht, nein. ich bin dort in meinem eigenen Umfeld und es ist halt so, dass ich gerne mein eigenes Zeug mache. Dann. Also nicht, dass ich muss ja von meinem Bett, es ist gerade vor meinem Pult und dann sehe ich während dem Arbeiten die ganze Zeit in mein Bett und denke, kann ich nicht einfach liegen. Es ist einfach so, die ganze Zeit ist so der Reiz, da so nichts zu machen und ich habe einfach die Disziplin fehlt mir. Mir selber zu sagen, du hockst jetzt die 8 Stunden her und machst selber etwas. Weil ich bin mir gewöhnt, wenn ich daheim bin, dass ich einfach mein eigenes Zeug machen und nicht arbeiten. Also du funktionierst anders, wenn du hier in die vier Wände hineinkommst, wo du weißt, das ist ganz klar getrennt, jetzt private und das geschäftliche. Du brauchst schon quasi mental schon die Trennung. Quasi. Genau, ja. Adrian, ich habe es vorhin gesagt, Einschränkungen hat es gegeben, das heisst natürlich auch, nicht nur beruflich, sondern das heisst auch privat. Man hat vieles nicht können. Der ganze Ausgang, Bars, Clubs, die zu haben, gerade in einem Alter, wo man wahrscheinlich gerne würde fortgehen würde. Wie geht man mit dem um? Ist das etwas, das quasi wie zu einer Belastung führt? Weil man hat keinen sozialen Austausch mit seinen Kollegen, Kolleginnen in dem Mass, dass man mal Party machen kann, mal ein bisschen Dampf ablassen. Wie wichtig ist das jetzt zum Beispiel für dich gewesen? Das Ausgangsparty ist nicht so wichtig, darum habe ich es weniger gemerkt. Was ich gemerkt habe, ist, dass die ganze Zeit Masken, ich pendle die ganze Zeit. Meine Freundekreise sind auch außerhalb meiner Wohnzone. Zürich, Bern, Solothurn. Das heisst, ich merke es tatsächlich, ich bekomme es mit. Und man hat sich auch weniger getroffen. Es hat müssen digital sein. Dort und ich treffe mich gerne persönlich mit diesen Leuten und mit meinen Freunden, Familie. Und dort hat es, ich habe schon stark gemerkt, diesen Einfluss. Wie sieht es beim Rest von euch aus? Was ich vorhin gesagt habe, das Private, wo nicht geht, das können am Samstag mal oder am Freitagabend mal weggehen. Wie sehr hat das Einfluss auf euch, auch wieder für euch zu motivieren, am Ende morgen wieder zu arbeiten? Ja, also ich kann jetzt einfach ein bisschen von mir reden. Ich bin jemand, der eben sehr gerne am Wochenende rausgeht. Sei das jetzt einfach gemütlich mit Kollegen einfach irgendwie etwas machen oder halt eben an einer Party oder so. Ich bin eigentlich vor Corona an einem Wochenende nie sehr lange daheim gewesen. Darum habe ich den Übergang halt schon recht stark gemerkt und man hat sich dann so ein bisschen müssen umorganisieren, sage ich jetzt mal. Es ist dann schon irgendwie gegangen, aber ich bin jetzt auch schon ein bisschen froh, dass man jetzt eben freundlich hier wieder gehen kann. Genau. Wie sieht es bei den Herren aus? Party machen oder nicht Party machen, mühsam gewesen? Ja, es war schon mühsam gewesen. Also ich bin jetzt eher nicht so der Party-Typ. Aber
Ich habe es wirklich gemerkt, so, zum Beispiel am Samstag oder am Freitag am Abend mit den Kollegen etwas zu essen oder so. Ich meine, es war alles zu gewesen. Und einmal hatte ich mal sogar so einen Fall gehabt, ich wollte tanken und Auto war in Reserve. Dann sind plötzlich alle Tankstellen zu gewesen. Und dann habe ich halt nicht gewusst, wie tanken und bin dann daheim ein paar Geld geholt. Also es gibt wirklich sehr viele Sachen, die... Ja. Dampfablage haben wir nicht nur im Ausgang, sondern auch im sportlichen Bereich. Macht jemand von euch Sport? Machen alle Sport? Ja, hat es dort Einschränkungen gegeben, oder euer Sport nicht mehr können? Also ich bin Schütze, ich schiesse. Bei mir hat es einfach die Beeinschränkung gegeben, dass ich eine Zeit lang gar nicht schiessen konnte. Also Turniere nicht stattgefunden, gar nichts, Wettkämpfe nicht hat stattgefunden. Aber Training hat nachher schnell wieder kommen, indem wir einfach Masken getragen haben. Und das stört eigentlich nicht so, weil ich bin mich nicht fest am Bewegen. Ich stehe einfach still und schiesse. Und das ist eigentlich alles, was mich so... Also mir hat es nicht allzu fest gestört, aber andere, die irgendwie Fußball oder irgendwie ins Gym gehen oder was auch immer, hat sicher mehr beeinträchtigt als mich. Jetzt haben wir diverse Massnahmen gehabt, die müssen getroffen werden. Massnahmen zum Teil heute noch sind. Maskenpflicht, die du selber vorhin hast gesehen. Wie ist es in den Betrieben, die arbeiten? Ist man da gut eingeführt worden, erklärt worden? Was sind die Regeln, was sind die Massnahmen gerade aktuell? Wir wissen, dass die zum Teil, zumindest, so hat man das Gefühl gehabt, fast täglich, haben die gewechselt. Oder zumindest wöchentlich. Und wenn der Bundesrat etwas hat gesagt, ist es dann nicht so gewesen, dass der Staat oder der Kanton genau das Gleiche haben gemacht. Also, wie klar ist das für dich gewesen, wie du dich in deinem Arbeitsumfeld musst, rasch bewegen? Punkto Masken, punkto Testen und so weiter und so fort. Für mich war ganz klar, wenn mehrere Leute im Zimmer im Raum sind, Maske an, lüften gleich mit Maske. Aber wenn ich allein bin in einem Raum, dann ist klar, dass ich keine Maske an habe. Wenn ich durch den Raum, also die Büros muss laufen, auch Maske an. Es ist wirklich klar kommuniziert worden, was wenn man Maske darf. Es ist ja sehr eine dramatische Situation gewesen, zumindest kann man sagen, gerade als die Pandemie angefangen hat, weil es ist etwas, was wir als Gesellschaft so noch nicht erlebt haben, egal ob wir zur jungen oder zur älteren Generation schon gehört, wir haben so etwas noch nie erlebt. Es ist dementsprechend hat so die bedeutungsvollen Auftritte von der Bundesrat, also dann, wo Frau Sommaruge hat verkündet, es wird einen Lockdown geben, da sind viele von uns mit offenen Mauern gekocht und wir gewissen, etwas hat es in diesem Sinn ja noch nie gegeben. Ist einem das in eurem jugendlichen Alter bewusst, dass jetzt da hier etwas Spezielles passiert? Oder habt ihr gedacht, ja gut, dann machen wir das? Es war halt eher so ein Ding gewesen, was wollen wir dagegen machen? Also ich habe gewusst, es ist etwas los. Ich habe mich auch von langen Reisen ferngehalten. Also ich war zu dieser Zeit gerade im Nachbardorf am Arbeiten gewesen. Ich musste nicht grosse Reisen machen, aber auch in Freizeit habe ich nicht allzu grosse Reisen gemacht. Und dann, als der Lockdown kam, noch mehr Beschränkungen, das und das, habe ich einfach gesagt, okay, wenn ich jetzt dagegen verstoße, wird es eigentlich nur noch länger dauern. Dann habe ich mich einfach nur daran gehalten. Ich weiss, dass es so etwas vermutlich nie mehr, also hoffentlich nie mehr so geben wird, aber ich weiss auch, dass es etwas Wichtiges war. Also ich glaube, dass wir alle an dem irgendwie in irgendeinem Sinn dran wachsen können, von zum Beispiel eben jetzt im Betrieb. Man sieht jetzt viel mehr, dass Meetings nicht immer, du musst nicht immer in eine andere Stadt fahren, sondern du siehst, okay, man kann es über Zoom machen, man spart Zeit, man spart das. Das ist eigentlich so. Wunderbar. Alicia, jetzt haben wir das zwei Jahre schon fast mitgemacht. Gleich ist es soweit. Jetzt auch mal Schnauze voll und denke, die Maske könnte jetzt wieder mal bleiben hängen. Oder wie sieht es so ein bisschen mit der Motivation aus? Ja, es ist natürlich schon ein bisschen so, dass man sich langsam so denkt, wäre eigentlich noch cool, wenn es langsam mal vorbei wäre. Aber ja, ich meine, was kann man gross machen? Man kann ja nicht einfach schnipsen und dann ist der Virus weg. Von dem her muss man einfach so ein bisschen durchsäuren, wenn man das so sagen kann. Und ja, bei Motivation geht es manchmal ein bisschen auf und ab, würde ich sagen. Momentan ist es jetzt okay. Aber gerade wenn es zum Beispiel jetzt zum Beispiel gerade im Lockdown oder so etwas, muss ich sagen, war meine Motivation auch erst unten. Von dem her, ja. Aber jetzt eben momentan, wo es langsam wieder gegen die Normalität neigt,
geht die Motivation auch wieder auf. Ja, Motivation, jetzt kann ich nicht mehr reden. Motivation ist sicher auch da, weil du in dieser lockeren Tischrunde hier stehst, zu diesem fantastischen Thema. Wir sind aber schon am Ende. Das war das Schlusswort von Alicia. Merci vielmals, Sandro, Jaru und auch Adiham, dass ihr hier teilgenommen habt. Danke für euer Besuch im Studio. Ja, meine Damen und Herren, das war sie von unseren neuen Berufseinsteigerinnen und Einsteiger. Hier geht es jetzt quasi nahtlos weiter mit dem Thema KI-Trends für mehr Innovation. Da geht es wieder eigentlich so ein bisschen vom menschlichen Wert Richtung Terminator, wenn ich das selber sage, obwohl es auch gar nicht um Terminator geht. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Aber auf jeden Fall, wir schauen das nachher ziemlich genau an mit dem Christoph König. Bis später, Adem.